Moin meine Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf der internationalen Welt 59. Ja, was soll das bedeuten? Eigentlich gar nichts, aber ich habe hier zumindest noch einen Druiden von mir gefunden, den ich mal in der Vergangenheit mal gespielt hatte und getestet hatte. Für mich persönlich eine Klasse, die mir so vom, ja, lassen wir mal den Balancing-Aspekt aus dem Spiel jetzt nicht ganz so gut gefällt, sage ich mal. Ne, es gibt auf jeden Fall genug Leute, die auch den Druiden mögen. Aber in der Vergangenheit hat man dann doch schon eher gesehen, dass der Druide einer der etwas unbeliebteren Klassen auf jeden Fall ist. Und ja, das hat auch auf jeden Fall so seine Gründe. Beziehungsweise gibt es eventuell auch bessere Klassen, die man picken könnte. Den Druiden so an sich will ich gar nicht schlecht reden, weil vom, ja, ich muss sagen, vom Designtechnischen her, beziehungsweise halt eben von dem, was er halt auch kann, beziehungsweise die Fähigkeiten sind schon irgendwo ein Stück weit einzigartig. Deswegen hat er auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Ja, allerdings hatten wir in der Vergangenheit auch öfter mal ja, den Druiden so ein bisschen ja, unter Kritik gesetzt, da er, umso länger das Spiel dauert, umso mehr er das Early Game verlässt, umso schwächer wird er auch auf jeden Fall. Und das hatten wir in der Vergangenheit schon mal so ein bisschen ja, beleuchtet gehabt und wollte ich euch jetzt gerne auch noch mal einmal zeigen. Und zwar haben wir einmal ein kleines, ja, eine kleine Bug-Fix-Anleitung, die man, die von der Community erstellt worden ist. Ja, die habe ich aus der SF-Taverne. Die von Playa Games bräuchten das eigentlich nur 1:1 so zu übertragen und dann wäre das Problem schon gefixt, weil der Druide, so wie er ist, ist momentan halt einfach im Vergleich zu den anderen Klassen aufgrund seiner Fähigkeiten, die er hat, leider etwas benachteiligt. Ja? Und das kommt halt eben zustande, dass hauptsächlich durch den Gladiator in der Unterwelt, haben wir jetzt auf dem Server hier nicht freigeschaltet, der verursacht oder veranlasst eigentlich das Hauptproblem beim Druiden, warum die Klassen, die anderen Klassen im Late Game immer stärker werden und der Druide immer mehr benachteiligt wird. Dazu aber gleich mehr in der Theorie. Hier, das sieht jetzt erstmal ein bisschen unübersichtlich aus, haben wir eigentlich ganz simpel runtergebrochen. Einmal, ja, wir fokussieren uns jetzt mal auf die linke Spalte hier. Einmal den Default-Druiden, also einmal den Druiden, wie er jetzt momentan ist. Dann einmal den Druiden, nachdem er, ja, gefixt worden wäre. Also das wäre quasi nach dem Fix. Und hier oben haben wir Gladiatorstufe von 0 bis 15, das ist ja das Maximale. Und dann haben wir hier die ja, Gewinnchance gegen andere Klassen auf gleichem, beziehungsweise auf Stufe 500. Hier der Druide auf 400. Unter gleichen Voraussetzungen wurde hier wahrscheinlich zig tausende Male durchsimuliert, um halt diese Prozentchancen hier rauszukriegen. Und ja, hier sehen wir einmal, dass gleich durchlaufen, die Gladiatorstufen steigen und halt damit auch damit einhergehend, sag ich mal, so ein bisschen die, huch, mit einem Video gestartet hier, hallo, hallo, warum startet er mit einem Video hier? Mensch, so. Wir müssen nur hier oben drauf achten, ja, dass wir hier die 1, okay, keine Ahnung, wann der jetzt da startet, aber auf jeden Fall gucken wir mal, was so der Unterschied ist zwischen den Prozentchancen auf der linken Seite und der rechten Seite. Da seht ihr zum Beispiel schon, dass hier der Druide auf der rechten Seite schon mal zum Beispiel deutlich höhere Gewinnchancen hätte, als der Druide auf der linken Seite gegen den Berserker zum Beispiel. Gegen die Magier hat er am wenigsten Chancen. Ich zeige euch auch gleich, woran das liegt, womit das zusammenhängt, um euch das auch nochmal ein bisschen genauer zu erklären. Auf jeden Fall ist er so, wie er jetzt ist, halt deutlich zu schwach für das, was er halt eben eigentlich sein könnte. Und das ist halt aufgrund seiner Fähigkeit halt eben, ja, liegt dem eben zugrunde. Und hier wurde noch eine kleine Analyse bzw. Erklärung, was das Problem ist, plus halt, wie man das eventuell behandeln könnte, nochmal gegeben. Also ich finde es auch sehr stark, muss ich sagen, von der Community, dass sie sich halt wirklich so extrem krass für das Spiel einsetzen. Hier sogar so ein Sheet schreiben, wie man das ganze Problem angehen könnte. Und das überhaupt erstmal rauszufinden, ist schon eine Heidenarbeit, plus das Ganze dann auch noch so umzusetzen und zu analysieren und halt eben Problem, ja, Lösungsvorschläge
dafür zu geben, dass Ply eigentlich gar nicht viel mehr machen braucht, als das umzusetzen, um halt die Klasse irgendwie zu fixen, finde ich schon echt verdammt stark, muss ich sagen. Hola! Viele haben es bereits mitbekommen oder selbst festgestellt, der Druide wird schlechter, sobald man das Early Game hinter sich lässt. Ich werde im Folgenden aufschlüsseln, woran das genau liegt. Der Druide hat aktuell drei Probleme, wobei nur zwei aktiv das Balancing vom Druiden negativ beeinflussen. Die Probleme sind: die Formel zur Bestimmung des Crit-Multiplikators summiert nur die Crit-Modifikatoren. Auch der 3,6 hohe Crit-Schadensbonus des Druiden wird nur addiert, was zu einem niedrigeren relativen Schadensanstieg führt. Der Sturzangriff skaliert nicht mit dem Gladiator- bzw. Crit-Modifikatoren generell, was halt auch ein Riesenproblem ist. Und das ist kein Problem. Die Bär-Crit-Chance steigt nicht auf 75%. Der Druide ist aktuell gebalanced, auch wenn es bei 50% bleibt. Ohne zusätzliche Crit-Boni wie Gladiator, Waffenverzauberung, bestimmte HV-Buffs etc. ist der Druide gebalanced und eine durchschnittliche Dungeon-Klasse. Aber mit dem Boni fällt der Druide im relativen Vergleich zu den anderen Klassen ab und gehört zu den Schlusslichtern. Das Problem mit der ersten Crit-Formel und dem Crit-Schadensbonus ist: derzeit wird der Crit-Multiplikator wie folgt berechnet: Crit-Schadensbonus plus Gladiator plus Waffenverzauberung plus sonstige Schadensboni. Dies führt zu unterschiedlichen relativen Schadenserhöhungen, zum Beispiel für Krieger, Kundis, Magier, Assassinen, BMs, Berserker, DH-Barden mit Gladiator 15 und Verzauberung. Ja, hier sehen wir dann nochmal die Formel im Vergleich zu ihrem kritischen Basis-Damage. Ja. Für Druiden Bären-Crit mit Gladiator 15 und Verzauberung im Vergleich zu seinen kritischen Grundschaden. Ja. Wie man sieht, ist der relative Schadensanstieg durch Crit-Boni beim Bären-Crit viel niedriger als bei normalen Crits. Das ist halt auch schon mal ein Problem. Die Formel könnte man wie folgt ausbessern. Aktuelle Formel: 2 plus Crit-Schadensbonus plus Gladiator plus Verzauberung plus sonstige. Verbesserte Formel: ja, haben wir hier plus 2 Crit-Schadensbonus plus 2 ja, in Klammern Gladiator, Waffenverzauberung plus sonstige durch 2. Das Ergebnis wäre für Krieger, Kundi, Magier, Assassin, BM, Berserker etc. pp. Mit Gladiator 15 und Verzauberung haben wir dann hier nochmal die Formel. Ist halt sehr mathematisch, muss man erstmal auch mal durchsehen. Deswegen zum Großteil sehe ich hier nicht mehr durch. Ich war Mathe wirklich in der Nachhilfe. Also aber ich verstehe auf jeden Fall das Problem und auch eben, wie gesagt, die Lösung dahinter. Nur wäre ich da halt für so, auf sowas wäre ich halt niemals gekommen, ne? Die Verwendung von Schadensbonus, Gladiator, Waffenverzauberung für die Berechnung des Crit-Multiplikators würde das Problem lösen, dass der Druide so stark abfällt, sobald der Gladiator freigeschaltet wird. Man würde exponentielles Verhalten vermeiden und es würde dieses Problem für jede zukünftige Klasse lösen. Das Problem mit dem Sturzangriff ist: Sturzflugangriffe können nicht critten. Jenes sorgt dafür, dass die durchschnittliche Crit-Rate vom Druiden niedriger ist als die von anderen Klassen, da Sturzflugangriffe anstelle von normalen Angriffen passieren. Ja, also anstelle, wenn jetzt zum Beispiel ein Magier einen normalen Angriff macht und der crittet, profitiert er halt von dem Gladiator Stufe 15 als Beispiel. Wenn der Druide jetzt einen Sturzangriff macht, ne, kann er zum Beispiel davon gar nicht profitieren. Und das ist halt eben von großem Nachteil so, ne? Durch Crit-Boni wie Gladiator werden Crits wichtiger und der Druide leidet wegen seiner niedrigen Crit-Rate. Der Sturzflugschaden wird derzeit so im Spiel berechnet: Schadensfaktor plus Sturzflugschadensbonus. Ja, also das ist halt eben, warum auch das ist halt eigentlich auch der Hauptgrund, warum der Druide hier nachher im Late Game halt immer mehr von den Prozentchancen her im Vergleich zu anderen Klassen absackt, aufgrund einfach des Gladiators und des Schadensbonus dadurch, weil halt eben der Druide unter anderem halt auch durch den Sturzflug halt eben auch nicht critten kann, so, und davon halt eben auch nicht großartig profitiert. Ne, das ist natürlich auch ein Problem im Vergleich zu den anderen Klassen. Um das beschriebene Problem zu lösen, sodass der Druide gebalanceter wäre, müsste der Sturzflugschadensbonus mit den kritischen Schadensboni skaliert
Die Lösung sieht aus wie folgt: Schadensfaktor plus Sturzflug, Schadensbonus, ja, in Klammern 2 plus Gladiator plus Waffenverzauberung plus sonstiges geteilt durch 2. Gladiator, Waffenverzauberung und sonstige ist die Lösung für beide Probleme. Hier ist ein Vergleich, wie sich die beschriebenen Änderungen auf den Druiden auswirken würde. Im Vergleich kämpft ein schwacher Druide gegen denselben Klassen konvertierten Gegner. Nur der Gladiator ändert sich von links nach rechts. Das ist das, was ich euch jetzt gezeigt hatte. Aktueller Standard-Druide. Standard-Druide mit gefixtem, gebalanceten Crit-Formel. Und dann nochmal mit Sturzflug. Schadensbonus skaliert mit Crit-Multiplikator und gefixter, gebalanceten Crit-Formel. Das sind auf der rechten Seite. Und das Original von September 2020 mit den Katzendruiden. Ja, hier nochmal zum Schluss. Nochmal einmal komplett durch. Ja, also, ja, für alle, die Druide spielen, eventuell sind sie sich dessen schon mehr bewusst, dass es so ein Problem auf jeden Fall gibt. Vielleicht haben Sie es mal mitgekriegt, dass Sie in der Ehrenhalle eventuell gegen andere Klassen irgendwie deutlich benachteiligter werden? Wie gesagt, zum Anfang des Spiels hält sich das natürlich in Grenzen, beziehungsweise bis halt eben der Gladiator ins Spiel kommt, wo halt eben die kritischen Schadenstreffer halt deutlich mehr gewichten. So, und das ist halt eben, ja, aufgrund des ja, Druiden, weil er halt eben der Druide ist, so im Vergleich zu den anderen Klassen ein deutlicher Nachteil. Unter anderem halt auch wegen dem Sturzflug, dass der halt auch nicht mit dem Gladiator so übereinstimmt. Es halt, ja, geht halt eben ein Schadensbonus verloren und das ist halt, ja, im Verhältnis zu anderen Klassen, ja, einfach ungerecht, beziehungsweise kann man das gar nicht so, kann man die gar nicht miteinander vergleichen, weil halt eben aufgrund des Sets auch vom Druiden halt einfach, ja, die Klasse per se benachteiligt ist. So, ne? Und das ist halt eben auch der Grund, warum viele Leute den Druiden zum Beispiel auch gar nicht so richtig ja, spielen wollen, beziehungsweise sich eventuell auch ein bisschen schwächer irgendwo in der Ehrenhalle anfühlen. Wie gesagt, das Ganze hatten wir in der Vergangenheit ja schon mal irgendwo beleuchtet. Jetzt wurde das Ganze nochmal durch so ein kleines Wordpad hier nochmal beleuchtet. Und ja, eventuell kann man da ein bisschen Aufmerksamkeit denn kriegen, dass der Druide, auch so wie er ist, eventuell auch in Zukunft weiterhin irgendwo so mit spielen kann, dass er halt eben gebalanced zu den anderen Klassen ist. Und das ist halt eben auch das Schwierige, wenn immer wieder eine neue Klasse dazukommt und ja, beziehungsweise bestehende Klassen irgendwo sich verändern. Dann ist das halt immer schwierig mit dem Balancing, weil man halt eben irgendwie alle Klassen auf ein Gleichgewicht bringen muss. Und das ist gar nicht so einfach. Und ja, wäre aber schön, wenn es so wäre, weil am Ende des Tages wäre natürlich super, wenn man auch, ich meine, ihr könnt nach wie vor auch den Druiden spielen, das ist gar kein Problem. Ne? Nur solltet ihr das im Hinterkopf behalten, weil falls ihr eine neue Klasse anfangen wollt und den Druiden nehmen wollt, ne? Weil am Ende des Tages sollte es natürlich so sein, dass jede Klasse zwar auf ihre Art einzigartig ist, aber auch, was halt eben auch noch sehr viel wichtiger ist, dass jede Klasse man bedenkenlos picken kann, ohne sich Gedanken machen zu müssen, großartig, ey, die ist jetzt so krass benachteiligt im Vergleich zu anderen Klassen. Ne? Das ist so eigentlich der Hauptkernaspekt davon. Und ja, vielleicht wird da in Zukunft so ein bisschen dran gearbeitet. Wäre auf jeden Fall schön. Wäre den ganzen Druiden auf jeden Fall auch zu wünschen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr Druide seid, Druide spielt. Und ob ihr da schon irgendwie anderweitige Erfahrungen gemacht habt oder das vorher schon gewusst habt. Ne? Wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Und vielleicht könnt ihr euch in Zukunft ja auch auf einen kleinen Buff freuen. Und dann, ja, könnte man eventuell auch einen kleinen Damage-Boost merken. Mal schauen. Alles klar. Das soll es erstmal soweit zu gewesen sein. Heute eine etwas theoretischere Folge, aber ich wollte auf jeden Fall auch mal auf das Problem nochmal hinweisen hier zum Druiden. Und ja, eventuell wird da in Zukunft ein bisschen was gemacht. Alles klar. Das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.